So, herzlichen Glückwunsch, würde ich schon sagen. Na, scheiße. Man merkt, die haben schon ein paar Wochen kein Video nicht mehr gemacht, mein Schwamm. Heute sind wir mal wieder aus unserem bayerischen Winterloch entsprungen. Ich muss sagen, bei uns hat es jetzt einmal in Niederwinkling, weil da ist wenig Schnee, Sonne. Ich habe nur einen Pullover und nicht einmal eine Jacke, also ist brutal. Heute sind wir in Niederwinkling. Wer fragt sich, wo es Niederwinkling ist, gehört zum Straubinger Landkreis. Ist genau zwischen, wenn man es grob nimmt, zwischen Deckendorf und Regensburg. Dominik hat gesagt, er braucht von München 1,5 Stunden, bloß dass ihr wisst ungefähr, wo man sich da befindet. Was machen wir heute da? Warum machen wir das heute da? Das ist ganz was Spezielles. Wir haben einen Partner, den möchte ich mir gerne vorstellen, im Motorsportsektor. Motorsport und Porsche, Ferrari, Lamborghini, was man sich so vorstellt, was man auch gerne so nebenbei noch fährt, wenn man Motorsport fährt. Da sind wir heute in Niederwinkling bei KR75. Man kann ja sagen KR75 wahrscheinlich oder was weiß ich, keine Ahnung. Wir sagen mal KR75 Racing. Wenn man so ins Ebenslicht anschaut, da weiß man gleich, um was das geht. So ein Michelin 18er, okay, der macht schon, ja, schaut, dass er gut gepickt hat. Aber mittlerweile, die sind deswegen da, dass man weiß, was da drin los ist. Und den möchte ich euch heute vorstellen, weil dieser Partner von uns ist, den wo wir mit unseren Fahrwerken, Performance-Fahrwerken natürlich beliefern, Clubsport zweifach, dreifach, Variante 3 kann er natürlich auch haben, alles kann er haben. Und das möchte ich euch heute mal näher bringen. Da gehen wir jetzt mal ein und schauen uns mal den kurzen Ablauf an, was da drin los ist. Jetzt sind wir noch schnell hinter dem Sicherung, einfach, dass wir reingingen und die dann überraschen, die Jungs, verstehst du, dann werden wir gleich klopf, klopf und die werden gleich aus alle Wolken fahren. Die wissen, dass ich zwischen 2 und 3 heute im Nachmittag, also zwischen 14 und 15 Uhr bei denen auftauche. Jetzt habe ich Bayerisch und Hochdeutsch, ja, sagst du das? Wahnsinn. Und dann haben wir noch schnell hintergegangen und haben uns das angeschaut. Die haben uns sogar angeschlossen, Race Transporter 6. Geiler Scheiß, Mann. Bestimmt holen die Autos ab und liefern die, wenn die von Epos mit den Dinger auf die Rennstrecke. Und da sind schon etliche alte Scheiben vom Motorsport, da war nicht mehr wahrscheinlich einige. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. So. You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion. I'm honest and broken. I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me. I'm broken. My heart that you've stolen. Hey, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave. Chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me. And I really don't want you to test me. Your body feels like taking on a dream. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Wir haben gar nichts gesagt, Alter. Nein, Schmarrn. Ah, da sitzt schon einer. So, zuerst einmal mal grob nach außen. Das ist jetzt die Werkstatt drinnen. Seht man schon gleich, um was das jetzt geht. Motorsport pur. Und normale Fahrzeuge auch in Anführungszeichen. Das ist natürlich schon John Cooper Works, sieht man da. Also das ist auch nichts Normales von der Stamm. Wenn man da mal reinkommt, das ist wahrscheinlich die erste Aufnahme mal beim Alfred. Genau. Servus Alfred. Hab ich dir, grüß dich. So, das ist dann wahrscheinlich der Kunde, der hat den Erstkontakt mit dem Werkstattmeister. Da kommt er der wo Schadensgutachten macht und über die ganze Sache da wacht, der wo da so eintraffelt. Also wenn seine Jungs da aus den Scheiß machen, ist er der, der eingespielt wird. Genau. Schmarrn, ich hab den Sportübner eingespielt, da gibt's keinen TÜV nicht. Und
Da habt ihr auch schon mal eigentlich Siege rausgefahren, was an der Sekte, in irgendeiner Rennsportserie, was ihr fahrt. Wir denken, habt ihr ein eigenes Rennteam oder wir? Genau. Okay? Also ein eigenes Rennteam, das wo aber andere Kunden natürlich auch betreuen. Genau, die wo betreuen. Du musst nur betreuen. Genau. Ja, schön. Wunderbar. Dann schauen wir mal aus, oder? Ich will mitgehen mit dir. Ja, du kannst gerne mitgehen. Dann zeigst du mal die Jungs da, was da los ist. Ja, das heißt, der hat sich extra ein riesen Fenster eingebaut, dass er rausschauen kann. Aber sie können da reinschauen, was los ist, gell? So. Was haben wir da? 991er Cup-Auto. Richtig? Genau. Kundenfahrzeug, oder was? Kundenfahrzeug. Okay. Das wird betreut von uns. Aha. Wie viele habt ihr Fahrzeuge aktuell in der Betreuung? Also für euer Team selber? Für unser Team, also das Auto und den Porsche. Aha. Und ja, heute noch kommen wir. Ach so, also es hat also, also, noch Kapazität, genau. Und ihr seid gerne offen für mehr Kunden. Ja, haben wir ja erst einmal aufgebaut. Ja, genau. Wie lange macht ihr das schon? Die Firma ist gegründet worden seit letztem August. Mhm. Da haben wir entstanden. Mhm. Und heute seid ihr schon relativ erfolgreich, wenn man das da sieht, oder? Also, wenn du sagst, ein halbes Jahr eigentlich oder dreiviertel Jahr. Genau. Ja, schön. Wenn du jetzt sagst, Motorsportbetreuung, das heißt, ihr macht eigentlich alles rundum, was betrifft, wenn jetzt der Kunde zu euch kommt und sagt, pass auf, wir fahren. Also vom Wesentlichen natürlich Reifen, für uns, von unserem Fahrwerk Reifen, natürlich. Bremsen, Inspektion, Windschutzscheiben, wenn man jetzt einen Unfall hat zum Beispiel, weil da weiß man gar nicht, was man da sieht, am besten in die Werkstatt fahren und dann hat er das komplette Paket. Mhm. Also sprich, wenn du einen Unfall hast, ja, wir spielen jetzt auch der Rennstrecke quasi, oder wir? Oder nein, allgemein? Allgemein. Ja. Weil es kann ja nicht nur der Motorsportkunde sein, das kann ein normaler Kunde genauso. Genau, also da ist ja im Haftpflichtschaden oder auch im Vollkaskoschaden oder Teilkasko, wenn man jetzt einen Wildschaden hat zum Beispiel. Oder Windschutzscheiben, das ist immer noch ein ganz gutes Geschäft. Genau, das ist das Beste. Und das Wichtigste ist, dass das sauber gemacht ist, dass die Sauberei biegt ist, wo es dementsprechend wahrscheinlich auch das extrem gute Werkzeug habt. Und das, genau, das und halt mit den Assistenzsystemen zum Beispiel, mit den Regensensoren, mit den Kamerasystemen, das muss ja kalibriert werden, das sieht man dann da hinten. Habt ihr es auch quasi. Also über einen Gutmann-Tester und dann kann man die Kamera wieder das kalibrieren. Haben die wenigsten, weil die machen zwar das Windschutzscheibengeschäft, können es aber eigentlich nicht machen, weil es das. Die neueren Fahrzeuge. Genau, die müssen halt dann zum Hersteller fahren, zum Beispiel BMW ist da recht gefährlich. Mhm. Die müssen halt dann hinfahren und müssen sich die Kamera wieder einstellen lassen. Und wir können halt das. Hast du wieder extra noch? Ne? So, ja, normalerweise müssen sie halt dabei sein. Ja. Ob sie die machen oder nicht, das weiß man nicht. Ja, cool. Also das ist schon. Also sprich, nicht bloß Motorsport betreiben, wenn ich im Motorsport einen Schwerschlag habe, dann kann ich Scheiben auswechseln, sondern auch der normale Kunde, der kann genauso kommen für eine Unfallinstandsetzung und so weiter und so fort. Für die Tieferlegung geht es natürlich. Er kriegt halt dann ein Gutachten erstellt, das mache ich, weil ich freiberuflich bin ja Gutachter, zertifiziert. Ja. Mache ich schon seit 20 Jahren. War mal bei großen Versicherungen angestellt. Um keinen Namen zu nennen. Ja. Passt, ja. Und seit 6 Jahren mache ich es. Ja, cool. Ja, schön. Also das heißt, wir können die Kunden, die zu euch kommen, die verkauft jetzt quasi unser Fahrwerk, es verbaut es nicht bloß im Rennsport. Also für uns kann aber das dreifach verstellbare Fahrwerk kaufen, zweifach verstellbar, Clubsport, alles was er möchte mit speziellem Setup, wie man schon sieht, mit einer Radlastwaage. Genau. Habt ihr da, könnt ihr dementsprechend auch das Fahrzeug für den Kunden dann genau abstimmen, mit Gewicht und so weiter, dass er optimal eingestellt ist. Ihr kriegt von uns unser Setup schon und denkt, ein Setup, was ihr rausgefahren habt für die Fahrzeuge, ne? für das Clubsport Dreifach, wo wir eher liefern, also KW Clubsport Dreifach. Und dann kann der Kunde natürlich auch, der wo so ein Auto fährt, fährt wahrscheinlich nebenbei ein anderes Auto, kann natürlich ein normales KW-Fahrwerk auch kaufen, weil es auch besser fährt, wie das, was sehr drin ist. Siehst du das? Jawohl. Das haben wir schon wieder. Das ist das Grobe schon mal, was der Alfred zum da hat, weißt du? Der, wo uns sagt, wo der Hase langläuft. Was ist denn das da überhaupt noch? Das war ein Gewinnspiel, oder ist immer noch ein Gewinnspiel. Aha. Das steht recht schön da schon. Jeder Kunde, der da bei uns irgendwas gemacht hat. Egal da, was. Ja, also der, wo halt da war und hat irgendwas reparieren lassen, der hat dann mitmachen können. Und die Verlosung steht eh drauf. Du musst direkt schauen, Rennwochenende für zwei Personen. Also das kann man dann schauen. Hey, können wir im Bus nicht schnell noch eine Getriebespülung machen? Ja, logisch. Oder sowas. Weil dann will ich auch rein. Was kostet sowas? Im Wert von 2.000 Euro, oder was kostet sowas? Nein, ich weiß nicht, was das im Wert umgerechnet ist. Also das ist ein Rennwochenende für zwei Personen inklusive Hotel beim Porsche Sports Cup. Aha. Inklusive Catering also
Wunschlos glücklich, also fressen und saufen, bis der Arzt kommt. Genau. Und mitfahren auch? Mitfahren auch. Nein, mitfahren auch. Nur zuschauen, weil das, da haben wir mir wieder so viel Arbeit gemacht. Und beziehungsweise 100 Kilo Gewicht mehr am Beifahrer ist, ja, es sind ungefederte Massen, verstehst du? Ja, das richtig gesagt. Jetzt hast du es genau am Punkt gehabt. Ich hätte auch gesagt, dass ich fett bin, kannst du das vorstellen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich werde mobbt, wir gehen jetzt sofort. Also, im Motorsport muss ich noch ein paar Kilo abnehmen, 6er See, da sind alle rank und schlank. Da fangen wir mit so raus, Dominik, ist das schon aufgefallen? Die Rennsportler sagen, der Schallensitz ist passend. Genau, passend. Bei uns dann sagen wir, es ist wie ein Schullift, da kannst du nicht mehr aus. So, ja gut, apropos Getriebespülung, da gehen wir jetzt dann weiter, du gibst jetzt wahrscheinlich das Wort weiter an den Werkstattleiter. Genau, der hat da die Schulungen mitgemacht und der... Ich gehe wieder ins Büro und arbeite. Genau. Also, bis später, gell? So, das ist jetzt der Werkstattleiter. Sehe ich, Wahnsinn, gell? Vom Meister zum Leiter. Und dann kommt noch einer mit deinem Interview. Mann, das ist ein Wahnsinn heute. Und jetzt gehe ich mal auf. Wie lange haben wir überhaupt Kontingent? Haben wir nur Speicherplatz dabei? 64 Gigabyte. Ja, klar, wie lange haben wir ja, also zwei Stunden können wir noch machen. So. Jetzt haben wir gerade davor ein kleines Wort einfließen lassen, weil ich schon vor der Weile gesagt habe, Getriebespülung, habt ihr es auch da. Ist natürlich, wird sehr unterbewertet, sage ich jetzt einmal. Und jeder, der was einmal machen lassen hat, sagt, das Geilste auf der ganzen Welt. Warum wird das eigentlich nicht von Haus aus immer mit anboten oder warum wird sowas nicht von Haus aus beim normalen Hersteller gemacht eigentlich? So? Ja, das ist ein Methyrium, möchte ich fast sagen. Ach so, okay. Ich weiß nicht genau, warum es der Hersteller nicht macht. Sie machen es auf alle Fälle nicht. Fakt ist, die lassen eigentlich bloß die Hälfte vom Getriebe wieder raus, füllen es dann wieder auf und das war's. Ja. Und das heißt, die ganzen Rückstände? Verschmutzungen und so weiter bleibt alles drin. Aha. Und die tauschen natürlich einen Filter und so weiter, aber es zieht sich halt trotzdem durch. Und wenn man jetzt da sagt, die ganzen Geschichten mit Durchspülen und so weiter, da sieht man eigentlich dann, was da richtig dann rauskommt, oder wie, wenn man das dann also, nochmal... Gibt dann ist der Kunde mit einem, oder was? Wir haben es auf unserer Facebook-Seite, also da haben wir es schon mal so ein bisschen aufgelistet, oder mehr oder weniger, da sieht man es auch auf dem Foto. Da sieht man wirklich einen Unterschied vom Alten zum Neuen, also das ist wirklich brutal. Ja, cool. Und dann schaltet das Ding auch richtig geil wieder nach. Das kann man für Automatik umschalten, es ist für jedes Getriebe. Also das ist jetzt nur für das Automatikgetriebe. Ja, wobei die mehr nicht PDK, aber Schalter, DSG. Schalter können wir natürlich genauso machen. Mhm. Also aber wie gesagt, das konnte jede Marke machen. Also sprich jede Porsche, Marke. VW, Audi, alles. Ja. Was kostet sowas in der Regel? Das ist so gut erwischt nicht. Also ich sage mal, das fängt wahrscheinlich so, weil man relativ viel Öl braucht, weil man eigentlich fast die doppelte Menge zum Spülen braucht. Weißt du, ja gerade gesagt hast, dass die anderen die Hälfte auslassen. Genau. Mhm. Und also das fängt so bei 350 Euro an, sage ich mal, für normaler Golf oder sowas. Und je nachdem, also das kann schon bis 600 Euro mit einem langen Getriebe und so weiter, oder ein RS6 mit einem... Da sind halt, was weiß ich, 9 Liter Getriebeöl drin und das ist natürlich schon extrem teuer. Okay. Aber gut, es rentiert sich auf alle Fälle, weil also die Verbesserung, die ist merklich. Also aber bei einem neueren Fahrzeug oder eher, wenn man sagt, hey, man ist jetzt schon 100.000 Kilometer gefahren. Nein, also meistens geht es so, also sage ich mal, mit 60.000, 80.000 Kilometern. Mhm, da fangen die Probleme an, da ruckelt es halt dann, der fährt nicht mehr so gut, wenn er kalt ist. Und da sollte man es halt dann wirklich machen. Aha. Auch wenn der Hersteller sagt, da ist eine Lifetime-Füllung drin, wie bei BMW. Ja. Man merkt es halt einfach. Dann. Ja, da kennen wir auf alle Fälle, mein Vater hat einen A6 4G und da haben wir das merkt mit 110.000 Kilometern, das Ding, wenn du es einlässt, der fährt einfach nicht mehr schön weg. Weißt du, hast du wegen so versitzt drin? Das ist vielleicht eine coole Geschichte. Der 2 Liter TFSI, das machen wir als nächstes. Vielleicht machen wir da nochmal ein Video. Nein, dann sieht man das live, was da für Dreh rauskommt. So, was macht ihr jetzt da gerade? Was seid ihr da gerade dran? Ja, das ist unser Meisterschaftsauto. Und da haben wir jetzt den Durenz letztes Jahr gewonnen. Also beziehungsweise unser Fahrer oder das Team, wie auch immer. Da kann man sich mit einstehen, auf alle fahren. Du verstehst nicht gerade der Fahrer. Ein Fahrer allein ist nur so gut, wie das ganze Team ist und sich mal ausrüsten. Und der war halt verliert und hat natürlich nach der einer Saison richtig ramponiert ausgeschaut. Und den haben wir jetzt komplett auseinandergebaut und wieder lackieren lassen. Und der wird jetzt verkauft, weil wir jetzt dieses Jahr Generation 2 haben. Aha, das ist jetzt noch 1 quasi und jetzt gibt es dann 2. Ne? Das kennt man dann Stoßstangen und Heckel wahrscheinlich da. Weil so hat es gefällt. Und herum hat er dann auch die Lufthutzen dann erinnert, wie ein GT3 RS gar nicht. Das ist nicht in Reglement nicht erlaubt, oder was? Das ist halt beim R jetzt zum Beispiel, also bei den bisschen höher gestuften. RSR oder was hat das dann? RSR, ja. Ah, cool. Wenn ich jetzt sage,
wir mal davor geredet haben, und warum haben wir das Video heute? Wir haben das Video heute, weil wenn der Kunde sagt, er möchte ein spezielles Setup haben, er möchte ein Fahrwerk haben, er möchte Clubsport haben, dreifach mit Zug- und Druckstufe, das kann er bei euch dann ordern, der kann bei euch sich ein Angebot einholen. Das ja. ist das Betreut das Ganze, es macht es mit Radlastwaage, stellt das Auto ein, es macht eine Achsvermessung. Und wenn er natürlich ein Standardfahrzeug für die Straße hat, mit TÜV und allem drum und dran, er ist komplett, habt ihr ein Leihauto, hol und bring's euch, weil wir gerade einen Hänger gesehen haben, ein richtig geiles Teil dahinter, ja. weil schon wieder, wenn er hinten kein Schütz, ein Ding da am Bus, da trage ich nochmal. Ja, nicht schlecht, aber der kennt. Kann man Vater noch drin, weil der ist zu drin. Gell? Ja. Aber ist das ein Hol- und Bring-Service machen? Das heißt, wenn der Kunde jetzt doch von weiter weg ist, wird das natürlich, wenn der von euch im Rennstall mit dabei ist, beziehungsweise allgemein einfach sich sein Auto bei euch nur losmäht, ist das mit dabei. Ja. Genau. Ja, reichen wir die noch? Guck mal, die Motivmaschine gesehen. Ja. Wie ich nach Forschung habe, habt ihr aber richtig investiert. Ja. Also, das ist die, wo quasi nicht ohne Monti-Eisen arbeiten kannst, richtig? Genau. Das ist halt so, die meisten arbeiten halt jetzt noch mit Monti-Eisen, bei den hochwertigen Fängen macht man zwangsläufig irgendwas kaputt, auch wenn es bloß innen ist. Ja. Und die Montiermaschine, die drückt halt einen Reifen komplett selbstständig ab. Mhm. Ist auch noch WDK-Richtlinie, also das heißt, kann ich einen Randlet-Reifen machen. Kostet auch das Menge ja viel, Monteure nicht. Das ist ein Radlift, dass sich der Motor nicht so anstrengen muss. Ich habe mir das jetzt gerade gedacht. Versteht ihr, wie viel Kilo? Maximal 80 Kilo. Ja, bin ich schon raus. Du kannst da drauf gehen, gell? Ja. Nein, ich wollte nicht draufstehen. Der Maximal. Weil wir uns wahrscheinlich da sitzen und eine Brotzeit machen. So schaut es aus. Ja, Radlifter, das heißt, dass man in der Größenordnung natürlich wahrscheinlich wie von Brauch nicht fragen, aber bis 30 Zoll können wir mal. Bis 30 Zoll. Ja, das ist schon heftig. Jetzt habe ich gemeint, ich kriege jetzt dann 24 Zoll als nächstes. Ja, ja. Ich meine, ich war schon einer mit dicke Johannes, oder wie heißt das? Und ich habe gemeint, dass ich schon ein brutaler bin. Verstehst du, wenn ich jetzt 24 fordere, dann sagt jeder, bist du deppert, gell? Aber 30 Zoll, ja. Haben wir 30 Zoll? Ja, haben wir so. Ja, da hat es eh keine Scheibenvorrichtung schon, wenn es keine Scheiben macht, weil ich habe hinten schon ungefähr 100 Scheiben liegen gesehen. Und ja, Alfred macht dann den ganzen Gutachten und dass dann scheinbar, dass da was abgerechnet wird, dass da eine Kohle reingeht, verstehst du? Ja, cool. Ja, Lichteinstellgerät wahrscheinlich mit den ganzen Lasern und so weiter, was du jetzt brauchst für die ganzen Helferlein. Genau, das ist halt für Kameraassistenzsysteme, wenn du jetzt einen Scheintausch hast, dann musst du das auch vermessen, dann richtig. Wenn du ein Fahrwerk einstellst, auch die Lichter noch und so weiter, ja. Matrix, LED und so weiter, ist das alles mit dabei, ne? Genau. Da hinten sehe ich das Beste vom Besten. So, die Fangerl Koch-Achsvermessungsanlage, Rennsport, verstehst du? Ja, gutes Mal drauf. Ja, die ist super. Gell? Also, da muss man noch ein bisschen mitspeckeln. Ja. Weil es gibt halt dann Achs 3D-Laser-Messverstand, da gibt man dann das Auto ein, dann kommt der Serienwert und dann dreht er so lange, wenn das Rote dann grün ist, dann sagt der, passt's. Ja. Kann man den Motorsport nicht brauchen. Ja. Motorsport muss das eingestellt werden, dass das Ding fährt, dass er einen Grip hat und da haben wir weit von dem entfernt. Und auch für ein Serienauto, wenn jetzt einer kommt und lässt sich bei euch in Naiva oder sonst in einem Fahrzeug, wohlgemerkt, der kann natürlich mit einem anderen Auto auch kommen, wenn er jetzt da aus der Gegend, aus Niederwinkling oder Umkreis von Straubing, Rennsburg oder Kamm oder sonst irgendwo ist oder Dickendorf, kann er natürlich mit seinen Schätzchen genauso wie von, wenn er sagt, der fühlt sich da wohl, das ist klar. Ne? Aber in erster Linie geht es halt da um einen Motorsport, Motorsportbetreuung und um die Premium-Fahrzeuge, die wir dann sich da mit sich bringen, ja? Dass da was funktioniert. Ja, wie gesagt, heute haben wir einen kurzen Einblick. Die Fahrzeuge können wir natürlich noch gerne anschauen. Ich komme natürlich mit dem Rennsport überhaupt nicht aus, weil uns gelangt der bayerische Wald, verstehst du? Da fliegt vielleicht einmal der Walter Röller mal zwischendurch wieder mal vorbei und das war's dann. Und den sieht man nicht so oft, verstehst du? Aber das können wir uns gerne noch ein bisschen näher anschauen. Von dem her, geiler Auftritt auf alle Fälle, ist viel Potenzial da. Dann schauen wir mal, dass wir in Zukunft da weg zusammenarbeiten können. Genau, ne? Dann schauen wir aber noch hinten, weil einer der greift da hinten noch einmal ansammeln, da schäbert es einmal. Der klopft mit dem Hammer am Boden, dass da was da wird, weil es schaut direkt aus, wenn da nichts gearbeitet wird. Aber da schauen wir mal hinten. Das ist der Letzte im Glied, gell, sag mal. Der, wo richtig arbeiten muss. Ne? Sehr schön. So. Da ist er, ja, der baut jetzt gerade eine Luftsammlerei, so wie das ausschaut. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Machen wir den Sammler wieder rein. Was ist das Carbon? Da bin ich schon wieder ganz rum. Und der Filter, den dürft ihr auf jeden Fall auch anschauen. Sechst du das? Ich hätte gesagt, das ist ein BMC-Filter.
weil er rot ist. Aber wahrscheinlich ist der Original Porsche Motorsport. Denkst du das? Und Porsche Motorsport, der BMC, viel, der kostet 100, der Porsche Motorsport, der kostet gleich mit 300 oder okay. 500. Genau. Alles, was Porsche draufsteht, ist viel teuriger. Stimmt das rein, dann musst du verabschieden, gell? Dass du nichts kaputt machst da, von daher. Aber die muss man eigentlich beneiden, wenn man den ganzen Tag an seine Autos schrauben darf, oder? Wie ist jetzt das eigentlich? Du hast du zuerst, wo hast du zuerst gearbeitet? Hast du zuerst immer schon in seine Autos geschrauft oder wo hast du eigentlich da angefangen? Die meiste Zeit, also ich habe ganz normal Kfz-Mechaniker und Lackierer lernen können. Bin dann ganz normal als Lackierer weitergegangen gewesen und dann bin ich mehr oder weniger in die Schiene reingerutscht gewesen mit den Rennautos ein wenig. Slalom und das Ganze gemacht und ja, habe in der CCS in Kamm hinten ausgeholfen gehabt. Dann war ich in München einmal um eine kurze Zeit, 8 Jahre lang. Und kurze Zeit, 8 Jahre. Ja. Ja, mei. Was? Kurze Zeit, 8 Jahre, schnell mal da. Und kurze Zeit, 8 Jahre mal da. Und bis man schaut, ist man 60 Jahre. Verstehst du? Und dann geht man in die Rente. Ja, nein, nicht falsch verstehen. Rein, das heißt nicht 60 Jahre, Gottes Willen. Okay? Aber ich sage, irgendwann bis 60 Jahre, wenn es nochmal 8 Jahre und da nochmal 8 Jahre, genau. Geht es schnell vorbei. Aber immer dabei, Motorsport, Wochenende auch, gibt es ja keine Freizeit nicht, gell? Nein, schlecht. Bleibt da ein wenig Zeit für eine Freizeit, für ein Privatleben. Wenig, gell? Also da hast du die Saison, wann beginnt die Saison und wie lange dauert das in der Regel, so eine Saison? Ja, halbwegs dreiviertel Servus ungefähr. Ne? Also es startet ja. Wann? Die ersten gehen los im April oder was? Genau. Und geht bis in August, September? Ja. Jetzt nur deutschlandweit oder ist das europaweit eigentlich? Wie läuft das oder fährt man da nicht mit? Oder wie ja, das kommt ganz drauf an, was für ein Dings, das du mitfährst. Ne? Weil jetzt da zum Beispiel, da, wir haben nur Deutsche live, also haben die mitgefahren. Ne? Und du kannst da ganz was anderes öffnen. Das ist überhaupt kein Thema. Ne? Aber es sind noch Grenzen nach oben, sind nicht gesetzt. Also genau. Das jetzt einmal, also national sage ich jetzt einmal, und man kann natürlich international eingehen. Genau. Ja, schön. Ja, sag ja, Traumberuf, gell? Können wir nicht austauschen, magst du uns so einen Schmarrn wie ich da machen, weil so depperte Videos, verstehst du, und nervt leider noch an einem Freitagnachmittag, weißt du? Dann war das doch so lieber da, dass ich da mal Luftsammleine schraube, weißt du? Vielleicht brauchen sie noch einen Praktikanten. Könnt ihr mich fragen, gell? Ja, das frage ich jetzt dann gleich. Wo ist denn der Chef dann, oder? Man soll es gleich mal. Also, okay. Weiter schrauben, gell? In diesem Sinne, genau, dranbleiben, Like da lassen, abonnieren, anlegen, aber ist die Leid. Das ist Carbon-Tür komplett, oder? Wahnsinn! Also ich glaube, dass die Tür. Soll ich dann mal wenn ich messen fragen? Herr, soll ich sagen, was kostet hat die Gewicht? Es sieht auch so, dass die Tür. 5-6 Kilo? Hat es das? Ja, ich denke schon. Mit Spiegel? Mit Spiegel geht ums Klo. Spiegel. Ist ein normales Klo ist oder. Einer haben scheinbar schon früher schon einen zweiten Golf gehabt, vom Bonrad war der. Mhm. Du? Auch noch einen Dreiergolf oder was? Nee. Das ist nicht meine Optik. Gut, alles klar. Also, in diesem Sinne, kein Like da lassen, nicht abonnieren, nicht dranbleiben, einfach Spaß haben. Das ist einfach das, was uns ausmacht. Ich hoffe doch. Also, bis demnächst. Servus, abonniere. Get you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Ay, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion, I'm honest and broken. I flow like the ocean, I feel you were chosen to fix me, I'm broken, my heart.